Ich habe mich heute für ein neues DIY ein bisschen inspirieren lassen von dem menschlichen Skelett und habe mir dann so eine Sweatjacke genommen und da meine eigene Skelettgeschichte rangezeichnet praktisch. Dann habe ich das nochmal alles ein bisschen studiert und dann mit Schneiderkreide das einfach alles übertragen. Super Beste. Und dann habe ich das nochmal umgedreht und dann auf der Rückseite dasselbe gemacht. Natürlich die Rückseite des Skeletts übertragen. Ist ja klar. Und dann habe ich Chlorreiniger genommen und dann mit einem Pinsel das alles aufgetragen, also alles so nachgezeichnet, so ein bisschen Freestyle, Pi mal Daumen, beste Leben. Und dann habe ich das alles ein bisschen einwirken lassen und an ein paar Stellen, danach ein paar Stunden nochmal, bin ich nochmal drüber gegangen, damit das alles ein bisschen heller wird an diesen Stellen. Dann habe ich das ausgewaschen, trocknen gelassen und das ist das super tolle Endergebnis. Und ich muss sagen, es ist ziemlich geil geworden. Ich feiere es ziemlich doll. Danke, ciao!